Recht herzlich willkommen zur 13. Folge von Stellaris. Ja, letztes Mal hatten wir noch das Konstruktionsschiff, nee, das Forschungsschiff in Sektor gemacht. Hier ist voll, da müssen wir auch was dran ändern. Ja, das ist unterwegs. Geht zu. Soll das hier forschen? Nee, Quatsch, das ist das Konstruktionsschiff, okay. Das war es nicht, sondern das war's. Und das ist unterwegs zum Forschen in diesem Sektor. Na, da ist was fehlgegangen, oder? Machen wir das nochmal. Nee. Nee, das ist wohl auf dem Weg dahin. Das sah nur gerade so. Ach, ich weiß warum. Hier, da, das war das Entscheidende. Das wird jetzt vielleicht verschwinden. Gut, wir haben jetzt hier noch das Problem, dass das Lager voll ist. Oh, reduziert Mineralien. Müssten wir nur gucken, dass wir da was dran ändern. Lass mal gerade hier einmal durchgucken, das ist klar. Kontakte nicht interessant, Situationen. Ist jetzt auch nichts Wichtiges. Was hatten wir hier noch? Achso, okay. Strategische Ressourcen sind da nicht. Nee. Okay. Ja, wir müssten jetzt das Konstruktionsschiff aufsuchen. Mit der Station bauen. gehen wir erstmal dahin, wo das ist. Dann gehen wir hier auf die Karte. Okay, das ist da. Hatten wir da schon eine Militärstation gebaut? Ja, ne? Gasriesen. Ach, die sind noch zugange, ne? Hört sich auf jeden Fall so an, ne? Jo, da wird's noch gebaut. Gut. Dann müssen wir das erst abwarten. Ja. Galaxiekarte schließen. Dieses Schiff ist jetzt angekommen. So, da einmal hin, bitte. Und ich glaube, es hat schon den ersten Planeten begutachtet. Da ist nichts zu holen. Das ist nicht so dolle, aber hier müsste irgendwie mal was gehen, oder? Aber wohl. Das ist hier wahrscheinlich nicht das Passende. Okay, da geht was, aber nicht das. Da haben wir die Ressort-Ingenieur-Forschung. Achso, da ist noch ein Mond dran, der gerade erforscht wird. Das ist aber auch nichts Interessantes. Gasriese bringt uns auch nicht weiter, ne? Karge Welt. Giftige Welt. Und hier oben ist eine karge Welt. Ja. Steht auch da, wenn man drauf geht, ne? Gut, okay, die sind halt noch am Forschen dann, ne? Ja. Wir können ja mal hier hingehen. Wie sieht es denn an der Oberfläche aus? Ja, ist alles schon beseitigt. Drei Felder sind hier noch, die jetzt nichts bedeutend. Also nichts bedeutend, nichts Besonderes haben. Hier, okay, da müsste man noch was wegmachen. Ja, ach, wir könnten. Nee, lass uns mal nochmal zurückgehen, lass uns hier nochmal gucken. Hier ist ja jetzt nur hier oben was, ne? Kraftwerk 1, da können wir mal schnell was machen, oder? Zum Beispiel Mineralsilo können wir da bauen. Tja. Das unterdrückt dann. Nee, dann lass uns das doch mal hier hin machen, weil da ist ja nix. Dann bauen wir das jetzt.
Ja, mit da gebaut. Tendenziell würde ich jetzt dazu neigen, da noch mehr zu machen. Drum. Kraftwerk, Kühlhofer, Forschungslabor. Machen wir das doch noch, ne? So. Da waren unsere Aufgaben. Beobachtungsposten gebaut. Ach, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ja, das müssten wir erstmal noch suchen, ne? Forschungsstation gebaut, eine von vier. Weltenerkundung, eine von vier. Da sind zwei Artefakte, die wir da gemacht haben. Das gestaltet sich jetzt natürlich mit der Welt etwas schwierig, ne? Ich weiß gar nicht, wo wir da suchen sollten. Glück. Was ist das? Ah, da waren die Piraten, okay. Militärmacht, Wüstenwelt. Vielleicht gibt uns der Text ja nochmal was her, wie die heißen könnte. Beobachtungsposten. Die Überschriften sagen nichts. Auch durch festgelegt. Okay, das steht jetzt blöderweise nicht bei, wo das war. Ja. Tja. Kein bekanntes Reich erhebt Anspruch, ne? Okay, da haben wir jetzt das fertig gebaut. Der Militärposten. Was gab das jetzt? Okay, da fehlt eine Person wahrscheinlich, ne? Man schon gleich verbessern, ne? Aber es war verfügbar. Gut, das ist schon klar. Ja, da fehlt jetzt einer, der das bewirtschaftet, ne? Sozusagen. Hier bauen wir noch. Jetzt die Frage, wo man einen abziehen könnte, ne? Umsiedeln. Ne, das wollen wir nicht machen. Ich würde den gerne mal da einsetzen. Und dann können wir das sehen. Jetzt sollte das laufen, ne? Der hat's wohl raus hier, oder was? Ja, lass mal so. Gut, ja, das Silo ist jetzt größer geworden. 7000. Die Zivilisation wäre jetzt immer noch zu interessant wäre interessant zu finden. Ja. Militärmacht.
Gasriese. Man wüsste, wo die waren. Kann man die irgendwo dran erkennen? Nicht wirklich, oder? Neutrale Flotte. Okay. Ist das hier? Ah, ich glaube. Hier sind die, oder? Oder? Da sitzt ein Asteroid. Das ist was anderes. Ist das hier oder ist das nicht hier? Das ist hier die Militärstation, der Einflussbereich, oder? Ja. Kann man hier oben am linken? Ja, zu spät. Ein aktives Gebäude. Ich glaube, das haben wir erledigt, ne? Ne, da ist noch eins. Okay. Das war ja einfach ein Forschungslabor. Ich würde jetzt fast den nehmen, oder? Nur einer von den beiden wäre egal welcher, ne? Okay. Gut, das können wir uns also nicht leisten. Das sollten wir dann da lassen. Da ist auch schon der da gestorben, oder wie sehe ich das? Das ist also nicht gut. Ja, dann lassen wir das erstmal so, ne? Ich glaube, das war hier doch nicht das System, wo dieser Planet war. Mit diesen anderen Lebensformen. Ist hier gewesen? Nee. Da kommt wieder was hoch. Technologie erforscht. Okay. Bergbaunetzwerk 2. Neue Forschung brauchen wir in diesem Bereich. Speicherkapazität Mineralien plus 2000. Nanotechnik. Neue Gebäude. Ingenieurslabor. Ingenieurlabor, nicht Ingenieurs. Mineralienverarbeitung. Speicherkapazität Mineralien plus 1000. Eins von den beiden würde ich nehmen, das da oben hat schon hier noch so eine hohe Halbwertszeit. Na, also du dreimal Verbindungsanlage, Ingenieurslabor. Ich würde jetzt gerade sagen, das. Ja. Gut, ja, das haben wir. Wir sind also immer noch. Also warten wir so ein wenig. Ja. Das müsste ja irgendwo sein dann, ne? Hier ist nichts zu sehen, oder? Sieht nicht danach aus, dass hier jemand anders ist. Das glaube ich auch nicht. Und da geguckt. Ah, da sind sie, oder? Genau, dann sind wir hier richtig. Gut. Die leben auf dem
Dingens, sag schon, Planeten. Das würde bedeuten, das kann erstmal hierhin bewegt werden. Und dann einen Beobachtungsposten bauen. Können wir gleich schon direkt anstoßen. Gut, da haben wir das geschafft und ich würde sagen, für die Folge soll es dann auch erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.